Genau, es ist wieder Mittwoch, es ist wieder 18 Uhr und damit herzlich willkommen zum mittlerweile vierten Videochat der Think Big Digitalwerkstatt. Mein Name ist Matthias und auf der anderen Leitung habe ich den Uli. Hallo Uli. Hallihallo. Und für alle, die über Umwege auf uns gestoßen sind und das erste Mal zuschauen und sich fragen, Think Big, was ist das denn eigentlich? Think Big ist ein Jugendprogramm der Fondation Telefonica und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und O2. Und Think Big unterstützt euch, unterstützt Jugendliche dabei, eigene soziale Projekte umzusetzen und digitale Ideen zu verwirklichen. Digitale Ideen, das ist heute das Stichwort. Wir, das heißt Uli und ich und ein paar andere Experten, wir sind die Digitalwerkstatt und unterstützen euch dabei, eure digitalen Ideen umzusetzen. Und ja, wir sorgen für Inspiration. Unter anderem auf unserer Seite digital.think-big.de. Ihr seht die Adresse hier im Hintergrund. Dort findet ihr ganz viele Supportmöglichkeiten, wie zum Beispiel, dass ihr uns schreiben könnt. Ihr könnt uns anrufen. Ihr könnt uns eine WhatsApp-Nachricht senden. Und wir bieten halt alle 2 bis 3 Wochen einen Videochat zu einem bestimmten Thema an. So wie heute eben. Heute ist das Thema einfach schön filmen. Wir wollen euch zeigen, wie ihr mit euren mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets kleine Filme drehen könnt und diese kreativ nutzen könnt, um vielleicht kleine Imagefilme oder Werbetrailer für eure Projekte zu drehen oder einfach euren Blog zu pflegen. Genau, so wie den kleinen, ich weiß halt nicht, ob gerade der Film abgespielt wurde am Anfang. Ich habe einen kleinen Film erstellt mit einer Spinne. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das ist eine kleine nette Spielerei, das habe ich innerhalb von 5 Minuten mit einer kleinen App gemacht. Wenn man da ein bisschen mehr Arbeit reinlegen würde, da wird man sicherlich noch viel bessere Ergebnisse damit erzielen. Genau, bevor ich jetzt gleich an den Uli abgeben möchte, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass ihr uns Kommentare auf unserer Seite oder auf YouTube schreiben könnt. Ja, unten drunter auf unserer Seite, dort ist ein Feld, wo ihr Kommentare eintragen könnt und auf YouTube kennt ihr sicherlich die Kommentarfunktion. Wir werden dann die Kommentare am Ende der Sendung aufgreifen und ausführlich am Ende der Sendung mit und für euch besprechen. Also zum einen teilt unsere Seite, abonniert unseren Kanal und schreibt, ganz, ganz wichtig, schreibt in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt. Und damit gebe ich jetzt ab an den Uli. Bitteschön. Hallihallo. So, ich freue mich wieder da zu sein. Ich wollte vorhin schon sagen, so, sind wir schon drin? Weil es ist, passiert ja hier und da mal bei diesen Live-Sendungen, dass irgendwas nicht ganz genauso funktioniert, aber das macht ja auch den Charme genau solcher Veranstaltungen aus. So, also das Thema ist eben, wie man praktisch einfach filmen kann. Und am einfachsten filmen kann man nun mal, wie wir alle wissen, mit einem wunderschönen Handy, weil die Handys, die Smartphones, die haben da so eine Kamera. Und der Vorteil ist, dass man diese Kamera immer dabei hat. Und es gibt so ein Spruch, der da heißt, die beste Kamera ist die, die man dabei hat. Und tja, man hat sie eben dabei. Und das Schöne an der Sache ist, dass man eben auch nicht nur eine Kamera dabei hat, die inzwischen sogar richtig gut filmt, wie zum Beispiel ein Full HD, so wie auch mein ungefähr 4 Jahre altes iPhone, was ungefähr noch ein Viertel eines Tages hält. Aber damit kann man auch wunderbar filmen, auch trotzdem immer noch, zum Beispiel Full HD. Und man kann gleich direkt drauf schneiden. Und das hat halt den Vorteil, dass wenn man zum Beispiel ein Projekt hat, das man präsentieren will und das man präsentieren wollte früher noch, hat man das oft so gemacht, dass man währenddessen, zum Beispiel während ein Projekt ein bisschen mitgefilmt hat oder auch sich vielleicht vorher auch was überlegt hat und dann hat man das dann von seiner Kamera exportiert auf den PC, dann hat irgendwie der PC irgendwie das Format nicht gewollt und dann musste man da irgendwas umkonfigurieren oft und dann war noch irgendwas mit dem Ton und dann hatte man irgendwie mit dem Schnittprogramm, das super kompliziert ist, irgendwie rumgekämpft und hat das dann irgendwann mal irgendwie online gestellt und es war irgendwie halt ein so Riesen-Act und vor allem musste man natürlich erstmal abends sich am PC hocken und so weiter und so weiter und oft ist es dann auch meine Erfahrung gewesen, man hat ja irgendwie währenddessen zwar ein bisschen mitgefilmt, aber ein halbes Jahr später war man immer noch nicht dazu gekommen, irgendwie diesen Film zu machen. Und das ist halt jetzt schön, man hat das Ding einfach dabei, man muss nicht mehr vorne sich irgendwie Technik ausleihen und man kann direkt auf dem Gerät filmen und das Gerät kennt natürlich auch das Videoformat, das Gerät ist selber und es kann direkt mit dem Internet kommunizieren, man kann also direkt was zum Beispiel auf YouTube, Facebook, hast du nicht gesehen, die eigene Webseite hochladen und hat sich so unheimlich viel Zeit gespart. Und wie man das macht, dazu gibt es heute einige Tipps und ich hatte mir überlegt,
dass ich eben erst nochmal kurz einführe, von wegen, wie man so Projekte präsentiert. Und da gibt es, würde ich mal sagen, im Großen und Ganzen zwei verschiedene Arten und Weisen. Die eine Art ist, dass ich eine Projektdokumentation mache. Das heißt mit anderen Worten, ich versuche anderen Leuten zu zeigen, wie funktioniert mein Projekt, indem ich es erkläre. Natürlich ist es schön, wenn es auch Spaß macht und so weiter, da müssen aber bestimmte Informationen rein. Die zweite Sache ist, dass ich vielleicht sage, ich will gerade gar nicht mein Projekt präsentieren, ich will nur vielleicht irgendwas haben, was ich zum Beispiel meinen Zuhörern, Zuschauern, die vielleicht sowieso öfter mal auf meine Webseite gehen oder auf meinen Social-Media-Kanal gehen, was wieder neues Material liefere. Und dafür brauche ich jetzt irgendwie, ich nenne es mal so eine Art Feel-Good-Movie. Zum Beispiel, wir haben jetzt irgendwie unser Projekt und das Projekt, das legt gerade los und wir haben so ein Planungstreffen gehabt und beim Planungstreffen haben wir uns irgendwo getroffen und da filmen wir einfach so ein bisschen mit und haben dann möglichst schnell irgendwas damit gemacht, dass wir hochladen können und alle kriegen so ein bisschen Eindruck, hey, wir hatten einen Riesenspaß, das Projekt kommt voran und so weiter und so weiter. Und das mache ich nämlich auch hier nebenbei von unserem, weil das ist eben dieses Schöne mit diesem nebenbei, also jetzt mal alle schön lächeln, lächelt mal alle schön, du auch. Genau, richtig. Ich nehme da nämlich eine App, die heißt Road Movies. Und die ist von, in dem Fall Honda, kostenlos und ist quasi für so Road-Movies gedacht. Das heißt, dass man einen Road-Movie filmt. Und da kann man dann zum Beispiel, die werde ich aber später noch zeigen, einfach nebenher immer mal kurz draufklicken. Da macht er eine Sekunde lang ein Video. Und das führt dann dazu, dass man eigentlich gar nicht die Zeit hat, sich großartig Gedanken zu machen. Aber am Ende meistens ein Ergebnis dabei rauskommt, das eigentlich ganz lustig ist und das halt vielleicht den Zweck erfüllt, einfach mal so ein bisschen Eindruck zu verschaffen von einem Projekt. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir werden jetzt langsam mal praktisch. Nämlich, also wie gesagt, es gibt diese beiden Kategorien, dieses Inhaltliche und dieses Feel-Good-Moviechen nebenher, wo inhaltlich gar nicht so viel passieren muss. In beiden Fällen, egal was man macht, ist es immer gut, wenn man ein paar Filmtipps beachtet. Und dafür gibt es einen ganz großartigen Tipp, oder eine, gibt es eine Webseite, wo sehr, sehr viele großartige Tipps drauf sind. Ich habe natürlich nichts mit dieser Webseite zu tun. Und zwar nämlich die Webseite vom Mobile Clip Festival. Und die zeige ich euch jetzt gleich mal. Dafür gebe ich jetzt mein Bildschirmchen frei. Und zwar mache ich das so. Bildschirm freigeben. Jetzt müsst ihr das sehen. Das ist hier die Webseite vom Mobile Clip Festival. Und diese Webseite, auf der gibt es einen Trailer, gibt es Tipps und da bin ich gerade drauf und da sieht man verschiedene Kategorien und eines davon ist Basics zum Filmen. Und ich sage nochmal einen Satz dazu, was das Mobile Clip Festival ist. Das Mobile Clip Festival ist ein Filmfestival für Handyfilme oder für Tabletfilme und ihr könnt praktisch da Filme einreichen, die dürfen maximal 2 Minuten lang sein und ist eine ganz großartige Sache und es ist so, dass, wie gesagt, wir auf dieser Webseite dementsprechend auch viele Tricks drauf haben, wie man so filmt. Und was ihr jetzt zum Beispiel jetzt seht, ist das erste, immer horizontal und nicht vertikal filmen. Das Problem bei vielen Leuten, was man immer mehr sieht beim Filmen, ist das Thema, so, jetzt müsste ich wieder, genau, dass die Leute so filmen. Und genau das werde ich jetzt in meiner Road Movies App auch mal machen. Und mal schauen, wie es dann nachher aussieht, wenn ich zum Beispiel einfach zwischendurch mal hochkant filme. Und ob das denn so clever ist. Weil natürlich bietet sich bei Fotos immer an, Fotos kann man einfach drehen, kann man aber mit Handys oder mit Filmen einfach nicht. Man hat dann so Letterboxen und das sieht nicht gut aus. Man macht sich damit lächerlich, deswegen, so wie auch in diesem Video, das ihr euch unbedingt mal anschauen solltet, weil es einfach sehr lustig ist, wo einfach erklärt ist, warum es einfach keinen Sinn macht, hochkant zu filmen. Also immer quer filmen. Ganz wichtig. Genau. Und das ist das Erste. Das Zweite ist wackeln. Okay? Es ist einfach so, dass wenn ich filme und gerade mit einem Smartphone filme, dann merkt man oft nicht so richtig, dass man halt sehr leicht wackelt, weil das Gerät auch so leicht ist und so klein ist. Und das führt dann dazu, ich mache das jetzt auch mal gerade hier mit meiner Road Movies App. Ich wackel da ganz viel. Wackel, 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 wackel. Das ist einfach etwas, was man nicht so besonders gerne hat, wenn man es dann später anschaut.
Und da eben immer schön drauf achten. Genau. Also, ich schaue nochmal kurz, ob auch alles ganz gut aussieht. Sehr schön. Okay. Dann nächster Tick. Nämlich der Ton. Genau. Und zu dem Auswackeln, es hat sich ausgewackelt, nehmt einfach mal, also zum einen haltet ruhig. Denkt dran. Und ihr haltet immer nicht ruhig genug. Ihr müsst einfach immer noch meistens ruhiger halten, als ihr denkt, dass ihr ruhig haltet. Da ist es zum Beispiel auch ganz gut. Gibt so einen Trick, dass man praktisch ähnlich wie man, wenn man einen, wenn man praktisch schießen würde, auf eine Schießbude oder sowas, wenn man praktisch, ich versuche das mal hier darzustellen, wenn man praktisch sich so hinstellt und dann zum Beispiel so filmt, dann hält man grundsätzlich schon mal ruhiger, weil nämlich der ganze Körper ein bisschen stabilisiert. Okay? Damit kann man schon einiges erreichen. Die zweite Sache ist aber, was mehr Sinn macht, ist das Handy irgendwo an den Gegenstand zu halten. Weil natürlich, wie zum Beispiel auch dieser PC, der wackelt natürlich nur, wenn ich an ihm rumwackel, der ist hier erstmal stationär. Wenn ich mein Handy irgendwo drauflege, dann ist es nun mal so, dass ich da einfach nicht wackel. Und dazu hole ich jetzt etwas und währenddessen wird der Matthias Kamps einen kleinen Scherz machen. Ja, super, Uli. Mittlerweile WhatsApp-Nachrichten von euch bekommen. So, das war ein Wo du Matthias. Einige ganz kurz, Sekunden. Uli, Ja? ganz cool, kurz. Und zwar habe ich nochmal die Frage bekommen, ob ihr an dem Chat teilnehmen könnt oder nur zugucken. Ihr könnt nicht direkt in den Videochat, außer ihr seid Projektteilnehmer, Projektteilnehmerinnen, die sich mit dem Thema beschäftigen und wir hatten das vorher abgesprochen, inhaltlich. Wenn ihr aber Fragen habt, dann postet das in die Kommentare auf unserer Seite oder unter dem YouTube-Video. Genau, wir werden dann, wenn Uli fertig erklärt hat, eure Fragen aufnehmen und beantworten. Also kommentiert immer schön. Jetzt bist du wieder Okay, dran. ich bin wieder dran. Also, hier seht ihr so ein kleines Ding, das sieht aus wie so ein Maul und es ist ein 15 Euro teures Stativ, das ganz flexibel ist. Hier unten ist so ein Gewinde, wie man es auch bei ganz vielen Stativen findet. Das heißt, man kann ein ganz normales Fotostativ nehmen, kann das dann hier einspannen oder eindrehen und dann nimmt man hier sein Tablet und macht hier einfach so. Schwupps. Und schon ist, übrigens hier, coole Spider-App, jemand, das Ding stationär. Das geht natürlich auch mit dem Smartphone, das gleich wieder mal hergenommen wird, um mal wieder ein Road-Movies-Ding zu machen. Sehr schön. Und kostet wenig, bringt sehr viel. Okay? Nächster Tipp. Der Ton macht die Musik. Wir brauchen guten Ton, okay? Guter Trick, diese Dinger hier nehmen. Wenn ihr einen Gesprächspartner das hinhaltet, dass er das irgendwie im Ohr oder hier unten hängen hat, dann habt ihr auch in einer guten, habt ihr auch in einer lauten Situation einfach schon mal das Mikro näher dran. Das bringt schon mal oft viel. Was natürlich auch ein Tipp ist, ist einfach halt einen Ort gehen, wenn ihr zum Beispiel ein Interview macht oder sowas, an dem es einfach möglichst leise ist. Ist das nicht möglich, gibt es was ganz Tolles. Nämlich zum einen gibt es diverse Mikrofone, die man an Smartphones und Tablets anschließen kann und zum anderen etwas wie das hier. Okay, das sogenannte iRig Pre. Das ist ein Mikrofonvorverstärker. An das kann man professionelle Mikros wie zum Beispiel das hier, über das viele Leute ja schon verfügen, die zum Beispiel mit XLR-Kabeln funktionieren, kann man da einspannen und anschließen. Hier dick Kabeldings, macht man dann da rein. Dann schließt man das an sein Smartphone an, geht mit Android und iOS, ich weiß nicht, ob es mit Windows von uns geht. Und da hat man dann eine Einstellung, nämlich eine Gain-Einstellung und wenn man an dieser Gain-Einstellung dreht, kann man einstellen, ob das, was da im Mikrofon ankommt, ganz leises ist oder nur das ist, was da jemand reinschreit. So kann ich auch in einer belebten Situation oder zum Beispiel auf einer Bühne, ohne dass ich Störgeräusche habe, sehr gute Aufnahmen machen. Das Ding kostet auch irgendwie 30 Euro. Cooles Teil, muss nur immer schauen, dass
nicht irgendwie die Batterie aus ist. Batterie ist noch an, Lichter leuchten. Wunderbar. Sehr schön. So viel zu diesen Tipps. Und grundsätzlich, wenn man natürlich irgendwie Musik hat, ist es schön, wenn man die verwenden kann. Oft natürlich emotional toll und so. Sache ist, dass wenn man den neuen Rihanna-Hit nimmt, den ich persönlich sowieso nicht nehmen würde, aber viele Leute finden sie unheimlich toll und würden ihn gerne nehmen, dann hat man oft rechtlich Probleme oder es wird einfach von YouTube direkt rausgefiltert und man wird gesperrt. Will man nicht, blöd sowas. Am besten selber Musik machen. Mit Smartphones und Tablets kann man ganz toll selber Musik machen. Ich hau euch dann nachher noch einen Link drauf, wo ihr dafür Tipps findet. Und man kann natürlich auch sich kostenlose Musik runterladen oder Jingles oder Sounds und sowas. Genau. Gut, dazu. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Das waren quasi die praktischen Tipps, die sind universell für alle Geräte. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, welche Apps kann man eigentlich benutzen, um zu filmen? Und da gibt es, wie gesagt, zwei verschiedene Bereiche. Es gibt eben dieses inhaltliche Arbeiten und fürs inhaltliche Arbeiten braucht man ein gescheites Schnittprogramm. Schnittprogramm. Das heißt, ich muss einfach immer wieder natürlich mal während meinem Projekt schön filmen, wie zum Beispiel jetzt gerade, und sich aber vorher schon überlegen, was ich brauche. Ich brauche meistens irgendwie einen Start, ich brauche irgendwie einen Schluss, ich muss irgendwie erklären, worum es geht. Im Idealfall erkläre ich das auch nicht selber, sondern ich habe andere Leute, die mir das erklären. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein Projekt mit Leuten mache, wäre es gut, wenn die einfach, die eingebunden sind, das erzählen, anstatt dass ich irgendwie oberlehrerhaft sage, mein Projekt macht. Das ist blöd. Und dann braucht man halt eine App, um diese verschiedenen Videos, die man aufgenommen hat, zu schneiden. Bei iOS, also mit anderen Worten iPad und iPhones, ist das die App der Wahl das wunderbare, schöne iMovie, das sehr mächtig ist, nichts kostet, wenn man schon eine Weile ein Gerät besitzt und einfach sehr viel kann und gut funktioniert. Immer wieder, lange habe ich für Android-Geräte gesucht, was man da so machen kann. Und das war lange Zeit immer ein Riesenproblem, dass wir da bei weitem nicht so schöne Geräte hatten, nicht so schöne Apps hatten, aber das scheint sich mehr und mehr zu bessern. Eine App, die ich heute mal ausprobiert habe und die mir ganz gut gefallen hat, weil sie eigentlich vieles kann, was man so braucht, und man kann also außerdem noch viele Sachen machen, die man nicht braucht oder nicht brauchen sollte, ist die App Videoshow, die kostenlos ist und nervige Werbung hat. Das kann man verhindern, indem man Geld ausgibt, dann hat man keine nervige Werbung mehr. Aber sie scheint kein sogenanntes Watermark zu haben, das heißt, euer Video hat keine Werbung drin. Das ist schon mal gut. Videoshow ist diese App. In dieser App kann man zum Beispiel ganz, ganz viele Sticker und Übergänge und Sachen machen. Hinweis, schaut euch mal normale Filme an. Da werden ganz, ganz selten irgendwelche abgefahrenen Übergänge eingesetzt. Der Grund dafür ist, dass das meistens nicht cool wirkt. Das wirkt unprofessionell. Lasst es lieber. Ein Cut, außer ihr wollt was Bestimmtes aussagen, wie zum Beispiel kurz auf schwarz und wieder weiß, heißt nächster Tag zum Beispiel. Aber lieber weniger ist mehr, nicht viele Übergänge, außer ihr wollt damit was aussagen und habt euch überlegt, was ihr damit macht. Okay, also das sind jetzt zwei schöne Apps. Weitere Schnitt-App-Tipps gibt es natürlich auf der Seite, die ich vorhin schon gesagt habe, mobileclipfestival.de. Und jetzt gibt es halt noch diesen zweiten Bereich, dieses nebenher ein schönes Video machen. Und dafür kann ich sehr empfehlen für das iPhone, nicht für iPads, sondern nur für das iPhone leider, die App Road Movies. Und die zeige ich euch jetzt gleich. Tada! Und jetzt gebe ich hier, wenn es klappt, hoffentlich, tada, mein Smartphone frei, dann seht ihr das nämlich. Aber das will gerade nicht, weil er irgendwie nicht im WLAN ist. Dann kann ich euch das auf diese Weise gerade nicht so gut zeigen. Ich schaue nochmal ganz kurz, ob ich es noch hinkriege. Währenddessen mal die Frage zurück ins Berliner Studio. Gibt es denn schon irgendwelche Fragen? Noch nicht. Ich schaue gerade mal bei uns auf der Videochat-Seite. Ist noch nichts angekommen und im YouTube-Kanal, wo ich mich wahrscheinlich jetzt doppelt und dreifach hören werde, leider auch noch nicht. Also hier nochmal der Aufruf, wenn ihr Fragen habt, Kommentare, Feedback, schreibt es in die Kommentare bei YouTube oder auf unserer Videochat-Seite. Wir würden uns super, super darüber freuen, wenn ihr euch
daran beteiligt. Habt ihr irgendwas nicht verstanden? Hat der Uli zu schnell geredet? Hat er irgendwie zu hoch gestochen, gefaselt? Kann ja auch mal sein. Stecken wir auch nicht immer ganz so drin. Dann fragt einfach nach. Es gibt keine dummen Fragen. Fragt einfach nach. Genau. Somit. Und Uli, bist du soweit? Ich bin soweit. Ich bin leider nicht so weit, dass ich hier momentan, das hat mir vor uns krass überlegt, dass wir mich hier von dem Gerät rüber streamen auf das Video, dass man es direkt in perfekter Qualität sehen kann. Klappt super, nur jetzt halt gerade nicht, wie es so ist. Deswegen halte ich einfach hier mein Ding in die Kamera. Das ist diese App, die heißt Road Movies. Da habe ich jetzt 24, habe ich jetzt 12 Mal jeweils 2 Sekunden Videos gemacht. Während diesem Videochat kann jetzt auswählen, wie das Ganze aussehen soll. Und ich sage, es soll aussehen wie 1962, weil das ist alles so ein Neuland hier, was wir machen. Und dann kann ich irgendwie hier noch eine gute Musik machen. Und das Problem ist natürlich, ich kenne diese ganzen Videos, Musiken, alle schon, weil ich schon ziemlich viele Videos so gemacht habe. Und dann nehme ich jetzt genau die und jetzt wird er das berechnen und dann kann ich das gleich hochladen und werde es noch nachher machen. Dann könnt ihr euch dieses Video gleich anschauen, das ich einfach nie mehr gemacht habe. Es gibt auch ganz viele andere solche Apps, die sowas können. Es gibt eine, die ist relativ bekannt, die heißt Magisto. Bei der muss man aber ein bisschen warnen. Da kann man nur etwas direkt auf Magisto selber hochladen und nicht direkt sich das runterladen. Dafür muss man immer 1 Euro zahlen, was ich nicht so besonders toll finde, vor allem, weil sie es erst nachher sagt. Oder man kann so ein Abo-Modell machen, finde ich jetzt nicht so genial. Ich meine, dass Sachen was kosten, finde ich nicht so problematisch, aber dass es erst so ein bisschen später diese Information kommt. Aber da kann man praktisch einfach verschiedene Videos reinladen und der schneidet es einem selber zusammen und es sieht dann irgendwie gut aus. Wie gesagt, so zum Nebenher machen, eine schöne Geschichte. Das Gleiche macht eben dieses Road Movies auch. Und den Road Movies Film, der ist gleich fertig und den können wir uns sogar gleich anschauen. Und das können wir gleich machen hier. Schauen wir doch mal, ob das denn hinhaut. Und jetzt hoffe ich mal, dass man das auch hört. Deswegen werde ich hier mal den Kopfhörer ausschalten. Mal. Es dauert nur 24 Sekunden lang. Quer, nochmal quer, nicht hochkant filmen, wackeln ist nicht cool. Ha, und der Punkt ist, das ist natürlich jetzt kein, ich habe das hier nebenher gemacht und hier passiert einfach null visuell, weil ich immer nur diesen Bildschirm vor mir habe. Wenn ihr aber irgendwo rumlatscht, irgendwo draußen irgendwas tut oder macht oder da irgendwas ist, dann könnt ihr einfach, wie gesagt, immer nur zwischendurch kurz mal das Ding hochhalten und dann wirkt es einfach leicht ziemlich cool. Wenn ihr da Tipps oder Anregungen habt, was für Apps ihr da selber empfehlen könnt, dann bitte her damit. Find mir sehr gespannt, was auch gerade für Android da gut passt, weil, wie gesagt, dieses Magisto wir nur so eingeschränkt empfehlen können. Genau, jetzt schaue ich mal, habe ich noch irgendwas Schönes vergessen? Ja, reicht mal ein, wenn ihr was gemacht habt, was ihr euch gefällt bei dem Mobile Clip Festival. Das ist eine schöne Geschichte, dann könnt ihr auch noch was gewinnen. Und was ihr generell auch machen könnt, ihr könnt natürlich auch anstatt, dass ihr richtige Filme macht, auch zum Beispiel ein Stop-Motion-Video machen. Werden wir noch mal ein Beispiel bringen, um zum Beispiel euer Projekt zu erklären oder so eine App wie zum Beispiel Explain Everything benutzen, um eben euer Projekt zu erklären. Beides schöne Sachen, die aber jetzt nicht direkt Filmen sind, sondern eher so andere Sachen. Geht auch beides mit Smartphones und Tablets. Damit bin ich am Ende meines Wissens für diesen Moment und gebe zurück an meinen sehr wohlgeschätzten Berliner Kollegen nach Berlin. Matthias, bitte. Ja, vielen Dank, Uli, für diesen super interessanten Input. Gerne. Ihr könnt natürlich nicht nur auf die Seite vom Mobile Clip Festival gehen. Ihr werdet dann auch alle Tipps und Tricks natürlich als Artikel zusammengefasst bei uns auf der Seite finden auf digital.think-big.de. Wenn ihr dort oben auf Tools geht, unter Apps oder unter Videobearbeitung wahrscheinlich, oder ihr geht auf unseren YouTube-Kanal und in der Beschreibung wird dann der Artikel verlinkt sein.
Genau, da findet ihr dann nochmal alles, alle Tipps und Tricks und alle Apps und alles, was Uli heute gesagt hat, also ne, die Links und so weiter und so fort, werdet ihr dort finden. Ich schaue jetzt gerade nochmal, ob Kommentare reingekommen sind, weil ich weiß, Big Brother is watching you, ich weiß, dass hier jemand zuschaut. Wir hatten 8 Zuschauer. Wow! Wahnsinn. Aber vielleicht hast du auch einfach so gut erklärt, Uli, so gut, dass niemand Fragen hat. Genau. Wenn jetzt keine Fragen da sind, ihr könnt natürlich im Anschluss immer fragen, quasi. Ihr könnt unter das Video posten, was natürlich archiviert bleibt und in unserer Chronik abrufbar sein wird. Ihr könnt unter das YouTube-Video posten, könnt ihr immer nachdrücklich tun. Ihr könnt uns WhatsApp-Nachrichten schicken, ihr könnt uns Mails schreiben und ihr könnt uns anrufen. Das könnt ihr jederzeit machen. An dieser Stelle möchte ich natürlich nochmal darauf verweisen, dass es in Bälde dann einen nächsten Videochat geben wird. Der wird am 22.04. Das sollte ein Mittwoch sein. Ich muss mal kurz gucken, damit ich auch keinen Blödsinn erzähle. Genau, in 3 Wochen, weil die Osterferien sind und so weiter und so fort, werden wir nicht in 2 Wochen da sein, sondern in 3 Wochen. Am 22.04. findet der nächste Videochat statt. An gleicher Stelle um 18 Uhr, von 18 Uhr bis 18.30 Uhr mit der lieben Birgit zum Thema Bildbearbeitung. Wir werden euch zeigen, oder die Birgit wird euch zeigen, wie kann ich ganz easy und gut einen eigenen Flyer gestalten oder ein einfaches Plakat. Und freue mich drauf, vielleicht beim nächsten Mal mit mehr Beteiligung, vielleicht auch mit Projektmachern, die schon mal selbst einen Flyer gestaltet haben. Ihr könnt, wenn ihr Bock habt, auch an diesem Videochat teilnehmen und ja, euer Projekt vorstellen und zeigen, wie ihr dann einen Flyer oder ein Plakat selbst gestaltet habt. Genau, dann sage ich nochmal Danke an Uli. Ja, danke. Ich bin schon so gespannt, auf was gleich passieren wird, dass ich kurz abwesend war. Ja, also vielen Dank, dass ihr da wart. Ich bin sehr gespannt, wie es nächstes Mal wird und freue mich sehr. Okay, alles klar. Dann sagen wir Tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, und ist der Ton schon aus? Der Ton ist noch an. Genau. Und ich möchte noch was zeigen. Kurz. Das ist noch ein bisschen tricky mit. Noch was dazu. Auf der Mobile Clip Festival Seite gibt es auch so kleine Trailer, die immer recht lustig sind und die immer mit einer bestimmten App gemacht sind und die praktisch jeweils erklären, was man mit so einer App machen kann. Schaut euch die Trailer doch mal an. Sind meistens ganz lustig und sind alle möglichen Tipps drin. Sind wir noch drin? Wir sind noch drin. Nein, nein. Genau. Ihr könnt euch alte Videos anschauen. Ja. Bei uns. Und wie sieht man das? Sieht man die Endcard? Weiß ich so genau. Ich habe nur so ein verzögertes Videobild auf YouTube. Ich glaube, da ist jetzt ein schwarzer Bildschirm.